So, herzlich willkommen zurück in Alpha-Protokoll in Saudi-Arabien. Da haben wir ja nun drei Missionen gekriegt. Einmal Flughafen verwanzen, einmal in ein Lager gehen zu Nasri, der Waffenhändler, und das andere habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ah ne, auch ein Flug... Ne, das ist doch dasselbe. Scheiße, ich weiß nicht mehr. So, ich gucke nochmal, ob mein Equipment stimmt und dann hoi ab. Ab zum Flughafen. Flughafen war ja geplant. Aha. Hä? Wie? Wo ist meine Waffe? Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Ablegen. Ich muss nochmal alles neu kaufen. Ey, das Speichersystem in diesem Spiel ist scheiße. Bestimmt muss ich auch noch all die Missionen machen, ne? Fernseher einschalten. Diese Nebenmission da gerade eben. Ja, komm, greif auf den Computer zur Kurve. Ja, gib mir dann mein Geld. Einmal und dann nicht mehr. Ja, du hast jetzt eine E-Mail-Adresse. Ich war zurückhaltend, ne? Ne, ich hab zurückhaltend. Ja, da kriege ich aber minus 1. Ja, ist doch egal, ey. Ich steht's dazu, was ich geschrieben habe. Ja, und dann der wegen Mission und einmal wegen so ein Murat wegen Waffenhändler. Okay. An- und Verkauf. Das habe ich noch nicht geguckt. Wieso hab... Hä? 35.000? Hatte ich nicht weniger? Ich hatte doch 22.500, oder? Laservisier habe ich auch. Okay. Bäh. Schrotflinte. Meine Sekundärwaffe ist eine MP, ne? Ja, wieso nicht? Für Nahkampf ist, glaube ich, MP besser. Dann verkaufe ich das. Und die Schrotmunition. Sturmgewehr habe ich auch mit Zielfernrohr. Ne, dafür meine Pistole. Aber habe ich meine Pistole, 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 Pistole. Tja, und das ist, naja, nicht gerade so eine gute Geräuschdämpfung. Aber vielleicht gibt es auch eine Mission, wo Schleichen keinen Sinn hat. Dann nehme ich lieber das auch mit. Ja, okay. Ja, Explosionsgranate kann weg. Sonst habe ich nichts. So, jetzt habe ich schon mal mehr Geld. Das ist schon mal best. Okay, dann ist schon mal gut, dass es. Ach ne, die Waffe hat so viel gekostet. Ja. Ja, gut. So, und ich habe schon. Da, also, Laufsteg brauche ich nicht. Magazinplatz brauche ich. Visier brauche ich auch nicht, aber Zubehör brauche ich. So. Guck mal, ich habe da schon mal viel mehr Geld. Ja, und ich glaube mal, bei meiner ersten Mission benutze ich noch meine Freizeitkleidung und hoffentlich finde ich da genug Geld mir, um dann irgendeine taktische Geräuschdämpfung. Boah, es gibt keine Geräuschdämpfung. Ja, und ich, meine Freizeitkleidung kann, glaube ich, keine, also Upgrades haben. Dann hatte ich noch... Warte mal, wie teuer ist dieser Emitter? Ach, 9000. Kurr, warum so teuer, ey? So, Blendgranate für Sicherheit. 3 Stück. MP-Ladung, die sind teuer, darum nur 2. Imitationssender auch 5 Stück. Ja. Also habe ich keine Minen. Ja, die Minen bringen eh noch nichts, solange ich mir einen Schallemitter nicht habe. Gut, ich kann jetzt auch andere Missionen beginnen, weil ich jetzt hier auch mehr Geld habe für Informationen. Soll ich Nasri abfangen? Ne, zu früh. Sind hier schon Untersuchung des Waffenlagers. Ah ne, Flughafen gefällt mir schon. Okay, was ist es? Dosierdaten über Al-Samad. Wenn du diese Informationen kaufst, erweitert sich dein Dosier über die Terroristenorganisation Al-Samad. Okay. Fange, also Missionskarte über das Ziel. Ja, weiß man nie, kann man vielleicht gebrauchen, ne? Deponier und Scharfschützengewinn einen toten Briefkasten. Da ist die Kontaktperson, wird gegen einen bestimmten Betrag ein Scharfschützengewehr an einer vorher vereinbarten Stelle auf dem Flughafen von Al-Samad für dich deponieren, damit du es auf deiner Mission benutzen kannst. I love you. Ja, okay. Dosierdaten. Moment. Also wenn ich mir Dosierdaten kaufe, werde ich mir jetzt sie auch lesen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich kaufe mir und dann lese ich das nicht mal. Hoppala, das war falsch. Boah, mein Empfang da oben. Seht ihr? Not so very good. So, Alpha-Protokoll war nichts Neues als Samant. Ich lese, glaube ich, nur das Neueste, weil hier steht bestimmt nur, wie das gegründet wurde. 1989 gegründet, aber es ist unbekannt. Terroristische Vereinigung. Operation ist 1980er entstanden, bereitet sich nach außen über... Naja, die Soldaten sind loyal, aber nicht sehr gut ausgebildet. Elite-Agenten der Organisation verfügen über eine bessere Ausbildung, bessere Waffen. Die Gefahr von Al-Samad liegt in der Zahl der Beteiligten, in der schnelle Reaktionszeit innerhalb deren der Rest der Zellen über Eindringlinge informieren. Sie sind für gewöhnlich mit veralteten Sturmgewehren ausgerüstet. Halber.
Das Unternehmen wurde 1907 als kleine Institution unter der Namens Cost Construction Service. 1927 wurde sie von der Robert Halbisch übernommen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg machte dies eine Verteidigung der Kerngeschäfte des Unternehmens. Ach so, das sind auch so Waffen- und Verteidigungssysteme. Ja, interessant. Und sonst, hier war nichts. Das Nasri habe ich. Doch, das ist neu, oder? 100%, jo, ich weiß alles über ihn. Der CIA und Nippel verfolgen Nasris Aktivitäten zwar seit einiger Zeit, dies hat aber bisher nicht zu seiner Verhaftung geführt. Die Informationen, über die er in Freiheit sorgt, stehen seinem Nutzen als Sträfling gegenüber. In den Worten eines Spezialagenten, Nasri ins Gefängnis zu stecken, würde zweifellos viele Leben retten, aber die Informationen, die wir über terroristische Gruppierungen erhalten, indem wir seine Bewegung und seine Lieferung verfolgen, sind genauso wertvoll. Ach so. Also wenn wir ihn gefangen nehmen, retten wir Leben, aber wenn wir ihn leben lassen, können wir so ihn verfolgen und dann mehr herausfinden, ja. Ja, hört sich nach einem Plan an, stimmt. Okay, falls ich ihn mal sehe, ne, werde ich ihn mal so ein bisschen am Leben lassen. Okay, zum Waffendeponierungs... Boah, ich muss ehrlich alle Missionen. Schalte den Fernseher ein. So, hier. Hamilton. Schalldämpfer. Laservisier, ausbalancierte Pistole und Entlüftungsgeschicht. Und EMP, EMP und Imitation. Schalte den Fernseher ein. Schalte den Fernseher ein. Weiter mit Mission. Okay. Weiter mit Mission. So, ich wollte Flughafen, weil da habe ich jetzt auch die Dosierdaten gekauft. Da steht, für die Mission verfügbare Informationen. Du hast Dosierdaten, da muss ich auf der Map gucken, bestimmt, wo dann meine Scharfschützengewehr ist. Das wird lustig. Oh. Ach so, erstmal besprechen, hä, wie das läuft. Mike, enjoying Saudi Arabia? I've been keeping an eye on your mission. Typical day on the job. Not jealous, are you? I think you're lucky. All I'm seeing are satellite images. Guess that'll have to do. So I've read up on you. Really? Thinking about a career as a stalker. Isn't that what a handler is? Some truth to that. You used to be with the National Security Administration, right? Yes. But it didn't work out so well. I felt I wasn't doing much to make the world a safer place. Oh. So you signed on to Alpha Protocol? They contacted me, yes. And here I am, talking to you now. Anything come up you need my help with? Ja, Flugfeld. Can you tell me anything about my mission here in Saudi? Probably nothing Westridge hasn't explained already. Mm-hmm. If you infiltrate the airfield Shahid uses, I may have more practical advice. Why is that? I'll be your handler for that mission. Don't worry, I'll be gentle. I know it's your first time infiltrating an airfield. Go on, be gentle. I won't. All right then, but we want to keep a low profile. If we warn Shahid... I'll kill any witnesses. Nein! That isn't what I meant, but I think you know that. Kurwa, ist beim Kabel angefangen. Can you tell me anything about Shahid? Not much more than you'd find in his dossier. Ich werde nicht jeden einfach töten. Ich werde jeden ganz einfach und schmerzlos töten. And he likes feeling safe when he travels. What do you mean, safe? While Al-Samad is mostly untrained civilians using Cold War guns, his personal bodyguards are well-trained. Uh-huh. And judging from the missile used on the airliner, let's just say he makes sure they have cutting-edge tech. On Alpha Protocol? So you've been with Alpha Protocol a while, then? Not as long as Westridge. And not nearly as long as Parker. This assignment with Shahid is probably the biggest one I've been involved in. What other assignments have you been on? I went undercover with Parker in Milan as a contractor for Halbeck. It's how we found out the missiles were gone in the first place. Although it was too late to stop Shahid. The incident with the airliner. Well, we'll catch him this time. He won't get another chance. I hope so. I feel like if we'd been a little quicker with analyzing the data... Don't beat yourself up over it. What's done is done. Let's focus on the next step. You're right. We're closing in on him, and it shouldn't be much longer. Still, with Alpha Protocol, what I don't understand is why the United States would want to keep this operation secret. Don't they want Shahid captured? I think it's the missiles that are the problem. Halbeck's a substantial government contractor. The fact the missiles were involved... complicates things. Bin immer neugierig. Complicates things. As in, there are potential embarrassment to Halbeck? I think that's a big part of it. Mm-hmm. U.S. weapons used to kill U.S. citizens? Oh, yeah. Wouldn't look good on a front page.
even if the missiles were stolen. Alpha Protocol does a lot of operations like this. I don't know all of them, or all the names this program has had. It carries out missions without the knowledge of other US agencies. Sounds like it helps get the job done. True enough. It allows us to move quickly when need be. Hi. The CIA, the NSA, most congressmen don't even have a clue this program exists. It's designed to prevent red tape. And if it's found out, it just gets buried and renamed. Renamed? Renamed. To Beta or Gamma Protocol? No clue. Parker probably does. He's been here the longest. Whenever it's in danger of being exposed, it closes shop, and a new one opens up. Interesting. I guess that's good to know. Wonder if I'd get a new name if Alpha Protocol shut down. Yeah. I don't know. We might get new names, new identities. Und warum ich? Or fired. This seems like a big assignment for a new hire. There must have been other candidates. There were other candidates, including Darcy. Ooh. But the recommendation was based on Parker, Westridge, and me. Although when I made my recommendation, it wasn't about Shahid. It was about the larger mission. So why me? Because, Mike, you don't take orders. Huh? Or you don't take them well. You're your own man. Yeah. I should hope so. Bin ich auch. To be fair to Darcy, though, he has family issues that prevent him from going. Notably, his father. Uh-huh. According to your dossier, your family isn't an issue. Is that all I am to you? A dossier? Until you arrived at Alpha Protocol, you were. Not anymore. Oh. I think you're someone who does what's right. And that's what I'm counting on. That's all I need. Thanks, Mina. You got it. Call me if you need anything else. Mach ich. Wie wär's mit der richtigen Lieferexpress? Ich frage mich auch mal, ob die Handler für mich auch mal Essen immer bestellen können. So per mit Helikopter, so. Hier ist dein Hamburger. Thank you very much. Bin gespannt, wie der Flugfeld aussieht, ey. Bestimmt so voll motherfucking überall Scheibenkleister. Ach du Scheiße. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Try not to alert the camp. If you do, we may lose our chance to find Shahid. I'm inside. Sure is a lot of security. Tell me about it. There's cameras all over the place. It's bad. Das war scheiße. But it also means they've got something here worth protecting. Ja, ich mach das schon. Ich hab gedacht, der... Ich kann